Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Statussymbolbox von Steezy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Statussymbol von Steezy. Wir werden das Ganze mal aus der Plastikfolie befreien und uns dann im Detail die Box ansehen. So. So sieht das Ganze aus. Also wir haben eine weiße Box mit türkisem Steezy-Schriftzug und darunter eine riesige türkise Fläche mit, ja, mehr oder weniger goldenen Händen. Das ist auf jeden Fall eine Frauenhand hier, die entsprechend angemalt ist oder eingefärbt ist. Statussymbol lesen wir hier unten, ne? Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Statussymbol lesen wir hier auf der Oberseite. Limited Did It Edition. Statussymbol. Was ich besonders ungewöhnlich finde, dass wir hier auf der Rückseite den Boxinhalt oder sonstige Infos haben. Nein, wir haben hier die Tracklist. Alles klar. Gut, zur Tracklist kommen wir dann sowieso noch, wenn wir uns das Cover des Albums anschauen. Deswegen werde ich das Ganze jetzt mal so dabei belassen. Wir schauen mal hinein. Was kommt hier noch zum Vorschein? Was steht hier? So ignorant, ich verschob mein Album-Release für einen Zahnarzttermin, zu dem ich gar nicht erschien. Okay. Schöne Zeile. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, das Album Statussymbol, die Instrumentals zum Album, 1, 2 und 3 Sticker, eine Autogrammkarte und dann haben wir noch ein Poster. Die Box von innen komplett in Weiß gehalten. Es ist ja meines Wissens das Debütalbum von Steezy. Und dieses dann gleich in Boxform erschienen. Sehr schön. Also wir sehen schon, die Farben Weiß, Türkis und dieses Gold, Goldbraun dominieren das komplette Artwork. Steezy, Statussymbol. Und hier haben wir jetzt auch die Hände. Also auf dem T-Shirt, beziehungsweise auf der Box hatten wir sie auch. Das dürfte wohl dieselbe Dame sein. Auch wenn hier ihre Nägel etwas, ja, bräunlicher sind und hier schwarz. Aber das dürften wohl dieselben Frauenhände sein, die hier den guten Mann, ja, begrapschen. Hier lesen wir noch Federball Clique präsentiert, also das Label. Dann haben wir hier eben den Interpreten, ebenfalls wieder in dieser Goldfarbe mit Sonnenbrille und Cap. Und dann haben wir hier die Tracklist, 16 Stück an der Zahl. Und wir haben zwei Features, nämlich einmal ein Feature von Weekend und einmal ein Feature von Zarte Lust. Ich habe mir das Album durchgehört, habe mir auch ein paar der Videoauskopplungen gegeben und muss ehrlich sagen, ich habe drei Favoriten festmachen können. Und zwar waren das einmal der Track Silvester, also Nummer 6, Silvester. Dann der Track Untertitel, das ist Track Nummer 7, gleich darunter. Und dann noch der letzte Track, quasi das Outro, Nummer 16, Gute Zeit. Die sind bei mir hängen geblieben, auf jeden Fall mal reinhören. Dann haben wir die Credits und auch wieder einen Barcode. Und hier lesen wir auch nochmal Steezy Statussymbol. Dann kommen wir zum Booklet. Also, Cover kennen wir bereits. Was haben wir hier? Der Aufstieg des MC Bicht. Okay, also MC Bicht 2001. Hier immer mit Text. Dann 2006 Per Stil Predecisus. Auch wieder mit Text. Dann haben wir dann Per Steezy oder Per Steezy 2013 und 2017 dann nur noch Steezy. Okay, und dann hier einfach jeweils ein paar Zeilen.
Könnt euch natürlich dann im Detail durchlesen. Einfach das Video anhalten. Ja, dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks, wer daran beteiligt war. Und hier immer noch eine schöne Grafik dazu. So sieht das Ganze aus. Also wirklich jeder einzelne Track hier so verarbeitet. Gefällt mir gut. Also rein so vom Artwork und vom Design her mit diesem Türkis und Gold. Hat auf jeden Fall was. Ist echt, echt gelungen in meinen Augen. Oh, was ist denn das? Okay. Also das dürften echt alle Tracks sein, die hier aufgelistet wurden. Gut, also braucht man wahrscheinlich ein Mikroskop oder sonstiges Zubehör, um das zu lesen. Also ich muss ehrlich sagen, mit freiem Auge, ich kann es jetzt lesen, aber es ist echt, echt mühsam und schwer. Ja, nette Sache. Kleiner Gag. Und dann haben wir hier noch Finally. Also das dürfte dann wohl die Danksagung bzw. Widmung sein. Steezy Statussymbol ist natürlich auch hier als Wendecover verwendbar. Ich werde aber diese Seite hier beibehalten. Gefällt mir deutlich besser. Die Album-CD in Türkis. Erinnert ein wenig an Sadi Chent. Der ist ja auch sehr mintgrün bei ihm, aber Türkis hier, Steezy Statussymbol. Auch wenn Türkis ehrlich gesagt nicht ganz so meine Farbe ist, aber hat auf jeden Fall was, diese Türkis-Gold-Kombination. Hier eine goldene Halskette mit Dinosaurier-Anhänger. Wenn das nicht sogar die ist, die auch hier auf dem... Ja klar, die er hier trägt. Dann haben wir zum Album auch noch die Instrumentals. Steezy Statussymbol Instrumentals. Sieht nach Magnum aus, das hier gegessen wird. Auch hier wieder 16 Tracks. Das Ganze in ja, Gelb. Steezy Statussymbol in einer Papphülle. Dann haben wir die Autogrammkarte. Das Foto, das wir auf der Rückseite des Booklets hatten. Steezy hier mit goldenem Stift unterschrieben. Sehr schön. Rückseite blankweiß. Dann haben wir Sticker, 3 an der Zahl, einmal diesen, Steezy Really Does It, Querformat, Türkis und Weiß. Dann einmal türkise Lippen mit goldenem Steezy Schriftzug darüber, ebenfalls im Querformat. Und dann quadratisch Federball, Clique, sehr interessant, gesplittet hier, Alk, Like, Federb, okay. Dann haben wir ein Poster, dieses doppelseitig bedruckt. Und zwar haben wir einmal hier Steezy Statussymbol. Erinnert natürlich an das Gemälde oder an die Sixtinische Kapelle. Die Berührung. Und dann haben wir auf dieser Seite Steezy, mach mal keine Gesten. Auch hier wieder durchgängig in diesem Gold, Türkis, Weiß. Also das ist wirklich sehr, sehr hart durchgezogen worden. Und wieder mal bin ich unfähig, ein Poster zusammenzulegen. Ich liebe es. So, aber jetzt läuft. Und dann haben wir als letzten Inhalt noch ein T-Shirt. Dieses eingepackt in Plastik. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Also, ein T-Shirt in Weiß. So sieht das Ganze aus. Steezy lesen wir hier in Türkis. Dann das Bild. Das ist eins zu eins das, was wir vom Boxcover kennen. Die Hand. Statussymbol. Also, was heißt die Hand? Zwei Arme, zwei Hände, Statussymbol und Backprint keiner. Wir haben es zu tun mit einem B&C in der Größe L und das Ganze, wo haben wir es? 100% Baumwolle und
hier ganz unten steht es noch, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus und wir schauen uns das nochmal kurz an im Detail. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier das weiße T-Shirt mit dem Steezy-Schriftzug in Türkis, quer über die Brust. Und dann hier dieses Riesenbild, die goldenen Arme, ebenfalls mit türkisem Untergrund. Und darunter noch den Schriftzug Status-Symbol. Gefällt mir von der Farbkombination echt richtig gut, auch wenn ich echt nicht so der Türkis-Fan bin. Aber es hat irgendwas, gerade diese Kombination mit dem Weiß, Türkis und Gold. Und ja, das kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl, zwei im Querformat, einen in quadratischer Form. Das Poster doppelseitig bedruckt, im Hochformat jeweils. Die Autogrammkarte, unterschrieben. Die Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, Statussymbol von Steezy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Steezy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.